Willkommen zu Star Citizen. Ihr seht, ich bin noch auf Port Olisar und zwar hier kurz vor dem Dampers Depot. Ich konnte ja im letzten Mining Run ein bisschen was an Geld ausgleichen. Der war ja gar nicht mal so schlecht. Und da dachte ich mir, ich mache noch mal einen kleinen Run. Aber ich werde versuchen, mir gleich diesen neuen Quantum Drive für die Prospector zu gönnen. Und das habe ich auch schon gemacht und baue den mit euch ein. Der kostet 17.900 und möchte ich gerne hier reinsetzen in meine Prospector, die ja mit diesem Goliath standardmäßig ausgestattet ist. Und wir wissen, der Goliath macht ungefähr eine Geschwindigkeit von 89.000 Kilometer pro Sekunde in der Höchstgeschwindigkeit. Und der hier unten ist der Atlas, den hatte ich mir gerade besorgt. Der macht dann 151.000. Das ist schon eine spürbare Verbesserung. Gut, das hat er hier jetzt hoffentlich genommen. Genau, er ist equipped. So. Ne? Also. Und man bekommt ihn ganz bequem hier auf Port Olisar, weil er doch gar nicht so häufig im Verse vertreten ist. Ich möchte nochmal einen Mining Run auf dem Mond starten, weil Asteroiden Mining scheint ja ein bisschen verbuggt zu sein, wobei wir uns da jetzt alle noch nicht so klar sind, was ist denn da nur der Fehler, dass man die Asteroidenbrocken gar nicht scannen kann. Also man kann sie anpingen, findet sie dann auch, aber das Scannen ist schon gar nicht möglich und da fragt man sich natürlich, wo ist das Problem? Sind die vielleicht zu groß, dass sie gar nicht für die Prospector gedacht sind? Und so ein Wasser möchte ich mir hier im Klamottenladen kaufen. Und ich möchte mir ja so ein bisschen Astronautenkost im Waffenladen kaufen. Darf man jetzt außerhalb von Star Citizen auch niemanden erzählen? Hallo Schatz, ich gehe mal kurz in den Waffenladen und kaufe mir was zu essen. Ja, ich hatte es schon mal angemerkt. Sie haben doch diese fertigen Stände. So einen kleinen Stand hier irgendwo hinzuklatschen, wo es Wasser und was gäbe, das ist doch nicht so schwierig. Ja, ich bin wieder da. Ich kaufe keine Waffen. Nein, ich kaufe hier das leckere Essen und zwar Schokolade habt ihr auch, aber diese Beef Chunks, die sind das jetzt, was ich gerne mitnehmen möchte. Good purchase. Nicht hier essen, nein, sondern ich möchte es mitnehmen. Was machst denn du da? Hast du es noch in der Hand? Och. Komm. Ich gehe etwas weg, ja, habe ich gelernt. Dann werde ich nochmal schauen. Ich möchte es gerne stone. Vielen Dank. Mit der Taste I rufe ich mal meinen Inventar auf und sehe, ich habe hier zweimal, hat das ja vorhin schon gesagt. Okay, zweimal was zu essen, einmal was zu trinken. Bei guten Vitalwerten hier ist das alles kein Problem. Dann würde ich fast sagen, schnappen wir uns die Prospector und los geht's. Ich habe zur Not nochmal einen anderen Anzug mit Stauraum dabei, falls wir tatsächlich auf Handmining-Erze treffen sollten. Würde ich aussteigen und das ruhig mitnehmen und selbst die Erze für den Rock A02, man merke sich A02, selbst die Erze für den Rock kann ich mit der Prospector ja anknabbern, dann fallen die auseinander. Ich kann sie zwar mit dem Transportstrahl jetzt nicht einsaugen, aber ich kann aussteigen und mir die ins Inventar packen. Das hatte ich im PTU schon mal getestet. Da gab es dann einen kleinen Bug, was das Verkaufen anbelangt. Aber es war in meinem Inventar im Rucksack drin, also hoffe ich, dass es auf dem Live-Server dann geht. Also falls uns sowas begegnet, Laranit oder sowas, das nehmen wir immer mit. Ne? Egal in welcher Form es nun da liegt, das machen wir auf alle Fälle. So, meine gute Prospector. Ich hoffe, du bist für alle Schandtaten bereit. Ich möchte heute auf den Mond Selin, da ich da ja auch schon in der Vergangenheit mal ganz gute Ergebnisse erzielt habe. Und ich möchte mir einfach nochmal die neue Location jetzt anschauen. Wie sieht es mit den neuen Heatmaps aus? Wie
wirkt sich das Ganze aus, wie detailliert er ist, ist er denn? Und da bin ich schon gespannt und ja, ich nutze die Prospekte auch immer gerne so ein bisschen zum Sightseeing. Wann kommt man schon mal an Orte, die man sonst gar nicht anfliegen kann, weil eben keine Transportmission da ist oder weiß der Geier, da kommt man einfach nicht so in die Pampa wie ohne, ja. Dann wählen wir uns da den Kurs mal aus, da wollte ich einfach mal hin. Und dann schwuppsdiwupps, jetzt haben wir den neuen Quantum Drive, der sollte uns da auch ganz flugs hinbringen. Und dann sollte das auch schon an Crusader vorbeigehen. Leider jetzt hier dunkel, man kann ihn nicht so gut sehen. Aber da sind wir auch schon richtig. Ja, hat ein bisschen was von Jela, aber da sind durchaus auch andere Schattierungen zu sehen. Und ja, ich denke, sie haben es auch schon wieder etwas detaillierter gemacht. Das sieht man schon. Mal gucken, um welche Region könnten wir denn. Ja, gut, ich würde einfach mal ordentlich, mit ordentlicher Geschwindigkeit hier runter fliegen und würde gar nicht jetzt irgendeinen Punkt anwählen, sondern da, wo diese weißen Punkte sind. Da würde ich jetzt mal so händisch runterfliegen und nicht noch extra. Da sage ich, wollte ich hier nicht noch extra einen Sprungpunkt anwählen. Also hier da, so wo diese Flecken sind, die möchte ich mir gleich mal anschauen. Es ist hoffentlich auch nicht ganz so kalt. Wie gesagt, ich habe jetzt hier den ganz normalen Anzug an, der kann, glaube ich, bis minus 60. Bin mir jetzt ein bisschen unsicher. Aber halt hier nur so die normalen Bereiche abdecken, was Plus- und Minus-Temperaturen anbelangt. Aber ich habe ja noch was zu wechseln. Also wenn es wirklich der Fall wäre, dass ich beim Handmining draußen so ein bisschen in die Petrouille käme, dann würde ich wieder einsteigen und mir einfach den anderen Anzug anziehen. Ne? Aber das Zeug muss man erstmal finden. Der Rock ist jetzt auch noch nicht so lange im Spiel, dass das jetzt auch überall, ich weiß nicht, überall einem über den Weg läuft. Ich kenne da eure Erfahrung nicht. Wenn ihr jetzt ganz normal mit der Prospector Miner seid, habt ihr da viel Gestein, was für den Rock in Frage käme. Ist mir jetzt so noch nicht so begegnet. Aber die Heightmaps, schaut es euch an, von der Höhe her wirken die Monde jetzt schärfer. Jedenfalls, ich hoffe, dass YouTube das nicht zu doll verwäscht. Aber mit meiner Auflösung hier, da ist nichts unscharf. Das sehe ich alles schön knackenscharf. Ja. Und wir sehen an der Kante des Mondes auch die Berge. Also das ist schon eine starke Verbesserung. Ja, da sollten wir, denke ich, auch schon ein bisschen die Geschwindigkeit reduzieren. Boah, das sieht aber genial scharf aus. Wirklich gut. Ja, ich habe mit dem Thruster so ein bisschen entgegengehalten. Trau der Geschwindigkeit jetzt hier nicht. Ja,
Ja, und ihr seht, ne? Also man könnte sich auch schnell verschätzen, was die Geschwindigkeit anbelangt. 23.000. Dann muss man halt noch den Bremsweg einkalkulieren. Dann die geringere Anziehungskraft. Keine Reibung durch die Atmosphäre oder wenig Reibung. Da habe ich schon meinen Respekt auch vor dem neuen Flugmodell, was gerade die Prospektor anbelangt. Ja, es scheint aber gut zu gehen. Also da kann man schon zumindest in dem empfohlenen Bereich wieder hoch. Aber es sieht super aus. Und diese Punkte, die wir gesehen haben, scheinen tatsächlich Bergformationen zu sein. Vielleicht waren das früher ja auch mal Vulkane. Aber dann, ja, weiß ich nicht, kenne ich mich nicht genau genug aus, ob Monde auch vulkanisches Gestein haben können. Gut, aber das ist so der Bereich, da möchte ich heute mal runter. Ist nicht ganz so hell, sondern ich hoffe mir da ja auch als Miner eine nicht so doll mit Asche und Staub bedeckte Landschaft, sodass ich die Gesteine besser finden kann. Die Erfahrung zeigt es einfach, dass dunkle Stellen nicht ganz so staubig sind. Hust, hust. Ja. Gut, also für den nächsten Anflug mal braucht man nicht so zaghaft sein, wie ich das jetzt gerade bin. Da könnte man dann noch ein bisschen länger auf dem Gas bleiben. Da hätte man durchaus noch Zeit. Und auch hier ist mir jetzt noch nichts aufgefallen, dass da jetzt irgendwas aufploppen würde. Also nicht bewusst. Schön, haben sie schön gemacht. Sieht richtig klasse aus. Ah, ich habe gerade Probleme hier. Ich habe gerade ein Problem, dass der Scanner nicht funktioniert und dass auch der Mining Laser nicht funktioniert. Also, da muss ich wieder eine Anmerkung an mich selbst. Das nächste Mal beim Starten, egal woher, einmal kurz Scanner testen, Mining Laser mit der Taste M mal kurz rausschmeißen und gucken, ob es geht, weil die Waffen funktionieren ja. Kann nur nicht scannen. Ja, dann werden wir es mal so machen, dass wir hier mal ganz kurz, denke ich mal, kurz landen, um die Kiste nochmal an- und auszumachen. Denn das Fahrwerk, ihr, das wirft er raus. Nur Scanner und Mining Laser funktionieren nicht. Und jetzt gerade, wo die Location hier gerade so schön aussieht. Moment mal, war ich vielleicht noch die ganze Zeit in dem Quantum Drive Gedöns? Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, denke ich auch wieder nicht dran. Es ist für den Zuschauer dann wieder nervig, aber ihr werdet es mir nachsehen. Ich habe es nicht gecheckt, dass ich noch auf B war. Und wenn man in diesem Modus des Quantum Drives ist, dann
ist sämtliche andere Aktivität eben unterbrochen. Selbst der Mining-Laser, den konnte ich nicht rausholen. Der ist jetzt hier wieder ohne Probleme da. Okay, gut. Ja. Mal sehen, entweder ich schmeiße die Aufnahme in die Tonne oder ihr nehmt an meiner Erfahrung teil. Das könnten sie eigentlich noch ein bisschen automatisieren. Na, also wenn ich mit ausgefahrenem Fahrwerk in den Quantum Drive gehe, dann ist der ja so schlau, dass er das Fahrwerk einfährt. Sind wir uns ja einig, ne? So schlau ist das Ding ja. Wenn ich jetzt aber hier angekommen bin und ich versuche den Mining Laser auszuwerfen, dann ist er wieder nicht schlau genug zu sagen, ja gut, dann will er vielleicht gar nicht in den Quantum Drive. Dann beenden wir mal diese Geschichte. Also irgendwie die Zukunft hat sich auch nicht in allen Bereichen verbessert. Und wir sind aber fündig geworden und jetzt habe ich hier alles 100% Agrizium und dann bin ich wieder mit der ganzen Geschichte versöhnt. Und ich muss mir das alles auf meinem Gedächtniszettel schreiben, was ich immer alles... Mal gucken, kann ich scannen? Scan das Ding jetzt. Ich muss mir auf meinem Gedächtniszettel schreiben, was ich immer so alles beachten muss. Ja, da steht schon eine Menge drauf. Er scannt. Laranit haben wir. Ja, Laranit sollte man eigentlich immer mitnehmen, haben wir ja gelernt. Wenn ich jetzt hier in dem Scan-Modus bin, ja, und ich drücke den Mining-Laser, dann ist er so schlau, dass er den Scan-Modus beendet und in den Mining-Prozess. Warum macht er das nicht bei diesem Quantum-Gedöns? Verstehe, wer will. So, wir müssen hier ein bisschen näher ran. Nochmal ganz kurz geguckt. Wie sieht es denn so überhaupt hier aus? Das sieht ganz gut aus. Dann mache ich mir noch mal ein kleines Thumbnail. Das Fahrwerk haben wir noch draußen, ja. Okay, dann wollen wir mal schauen hier, ob wir da ein bisschen was angebohrt bekommen. Wir fliegen noch ein bisschen näher ran, haben wir ja gesagt. Aber auch das hier sieht eigentlich klasse aus, ne? Ja gut, nicht ablenken lassen. Wir haben auch da eine 5400er Masse, das heißt, wir müssen schon Energie zuführen. Und ich habe immer so das Gefühl, dass er, wenn er innerhalb des optimalen grünen Bereichs ist, dass dann nochmal ein ganz anderes Minigame abläuft. Dass er dann noch ganz anders wieder reagiert. So, hier unten der abgefallene links unten ist nur Inert. Und der hier, der hat Tungsten drin. Naja, wir haben es jetzt erstmal auf Laranit abgesehen. 100% Laranit. Schade, dass ich den nochmal aufbrechen muss. Ist ja gut, ich bin schon weg. Ist ja gut. Ja, dieses Overheating, das lasse ich nochmal kurz abklingen. Ihr habt es ja gesehen, rechts unten, der war so heiß. Und wenn ich ihn jetzt sprengen würde in diesem Zustand, dann könnte ich mir die Brocken, wer weiß wo, aufsammeln. Und gerade auf Monden fliegen die auch gerne, wer weiß wohin. Und da ist es mir einfach zu teuer. Das Material, das ich da zufällig vielleicht noch Sachen liegen lassen müsste. Das ist ein Ding, ne?
wir werden es jetzt gewahr. Ja, ihr habt es gesehen, ne? Da ist Power drauf. Aber wir können hier alles einsammeln, weil wir wissen, dass das alles 100% Laranit ist. Kann ja nicht anders. Ja, ihr seht, wir haben jetzt 34,79% 100%iges Laranit eingeladen. Jetzt haben wir hier halt noch Tanks, was haben wir hier unten? Haben wir noch ein bisschen Laranit drin? Nö. Okay. Ja, da das jetzt unser erster, sagen wir mal, Stein war, gebe ich der Geschichte noch eine Chance, sonst hätte ich das Tanks jetzt mitgenommen und dann wäre es das auch okay gewesen, ja. Komm, dreh dich ein bisschen, dreh dich. Und dann scannen wir doch mal diesen Stein hier. Diamanten, Diamanten. Nicht das Schlechteste, wenn sie rein vorliegen. Ja, bei dem Stein denke ich auch, ist das wieder so, ne? Hm, habe ich mir schon fast gedacht, wieder so eine komische Form. Das kann nur unedles Material sein. Sieht auch wieder schön aus hier. So ein Krater. Da müsste man noch ganz spezielle Metalle finden können. In so Asteroidenkratern. Oh. Fantasie geht wieder mit einem durch. Wenn wir gerade noch mal ganz kurz gucken, was diese blauen Bereiche hier unten sind. Die sind ja so bläulich, ja? Habe ich das Fahrwerk draußen? Ja, habe ich. Wenn ich gerade noch mal kurz... Ah, dann musst du ein bisschen auf die Seite und dann kannst du runter. Ja, okay. Geh runter, geh runter. So. Will ich ganz kurz noch mal schauen. Ich weiß, das Risiko ist immer da, dass jetzt... Aber wenn ich schon mal in der Gegend bin, dann checke ich nochmal gerade die Außentemperatur und diese bläulichen Bereiche. Würden mich mal interessieren. Und zwar hatte ich hier in diesem Bereich einen gesehen. Checken nochmal ganz kurz. Wir haben hier minus 1 Grad. Das ist ja eigentlich eine super Sache, ne? Also, gut, konnte ich eine ganze Zeit lang überleben. Jetzt haben wir hier so eine Art bläuliche Verfärbung. Ja, das zeigt sich halt von oben, von der Prospektor, immer noch ein bisschen extremer. Aber hier haben wir jetzt schon so einen runden, abgegrenzten Bereich, wo wir so eine bläuliche Verfärbung, an der Prospektor könnt ihr das da hinten sehen. Die hat ja auch so ein blaues Seitenteil. Und hier ist es auch, vielleicht nicht, wenn man direkt so hinguckt, aber wenn man den Abstand mal hat,
So ein bläulicher Schimmer liegt ja hier drauf. Und wenn ich vorher gesprochen habe von irgendwelcher Aktivität eines Mondes, wo ich mir noch unsicher war, dann bin ich mir jetzt sicher, weil wir jetzt hier Aktivitäten feststellen können. Also so tot ist das Ding ja nicht. Da kommt ja noch ordentlich was raus. Wenn man nochmal den Vergleich zu meiner Größe dazu sieht, dann, ja, ist das auch nicht gerade klein, ne? Und ihr seht Schwerelosigkeit hier. Ich kann hier also durchaus, wenn ich da jetzt nochmal hochkomme, achso, das ist der andere, durchaus auch da reingucken. Schön gemacht, also schön gemacht. Da oben haben wir dann noch den Crusader. Genau, ja. Und hier ist schon so ein Stalaktit oder Stalagmit. Stalaktit, glaube ich. Könnt ihr mich gerne korrigieren. Wo sich eben diese Ablagerung, weil sie von unten nach oben gedrückt werden, eben ablagern und dann von unten nach oben eben Gestalt annehmen. Und hier sieht man es vielleicht, hier sieht man vielleicht das, was ich vorhin gesagt habe, noch ein bisschen deutlicher. Gehe ich gleich nochmal hier in die Außenansicht. Ja. Gerade nochmal ganz kurz ein Thumbnail gemacht. Wann komme ich hier wieder her? Ne? Und wann kann ich mir dieses nochmal hier anschauen? Diese bläuliche Farbe Kobalt oder Kupfersulfid, sowas in der Art. Könnte sich hier in diesen Senken ablagern. Das sind ja meistens diese Kratersenken, wo man das hier so stark sieht. Ja, da möchte der Forscher in mir doch eine Probe nehmen und die Probe würde ich dann in die Carrick ins Labor geben zur Analyse. Und da hätte ich dann gerne gewusst, womit ich es zu tun habe. Hier vorne seht ihr den Helix Mining Laser. Mal ganz vom Nahen. Schöne Sache. Kleiner Exkurs hier. Ich hoffe, ihr verzeiht. Hoffe, ihr verzeiht mir auch den kleinen Cliffhanger. Morgen geht's weiter in Star Citizen.